Läuft. Achtung. Okay, also für diejenigen, die nicht hier im Saal sind, sondern aber trotzdem an der Klausur interessiert sind, wir haben hier ein Google Spreadsheet geöffnet und tragen alle Klausuren ein, die sie so noch schreiben müssen. Und wo eine Lücke entsteht, vielleicht hier, also der Montag ist sozusagen etwas frei, da haben Sie ein Wochenende davor, das bietet sich an. Sie können aber auch, also wir lassen es eine Woche offen, der Link zu diesem Spreadsheet wird auf Moodle sein. Sie müssen also bei Moodle einloggen mit Ihrem Passwort, dann können Sie da reingehen und da frei editieren, Klausuren verschieben und solche Sachen, wo Sie gerne, das heißt, Geburtstage, ja, sowas halt. Nein, seien Sie fair, tragen Sie die Sachen ein, die Sie noch schreiben müssen und wir suchen uns dann einen aus, der noch frei ist. Und ich hoffe, da bleibt was frei. Wenn nichts frei bleiben sollte, dann müssen wir nach den Uhrzeiten gucken und es ist halt eine Vormittag, eine Nachmittag, irgendwie sowas. Also irgendwann müssen wir die Klausur in dem Zeitraum schreiben. Bitte? In den 2 Wochen muss die Geschichte. Ja, das ist der Klausurzeitraum, genau. Und jetzt sieht es ja noch ganz gut aus, wir hätten 4 Termine zur Auswahl. Genau, also der Link kommt über Google, über Moodle auf Google. So, Bild aus. Licht an. Und das hier geht leider immer noch nicht. So. Genau, so heißt das. Nee, so heißt das. Da sind wir stehen geblieben. Integrationsmethoden. Also wenn wir integrieren wollen, dann müssen wir das, was wir beim Differenzieren gemacht haben, rückgängig machen. Wenn man Glück hat und man hat eine Funktion zu integrieren, die auf unserem Zettel steht, dann kennen Sie die Stammfunktion sofort aus, wenn Sie sie fertig. Wenn Sie Pech haben und sie steht nicht darauf, dann muss man wirklich lange draufstarren und sich fragen, wo kommt sie denn her. Es gibt nicht so schöne Regeln wie beim Differenzieren, zum Beispiel es gibt keine Produktregel. Wenn Sie 2 Funktionen für sich separat integrieren können, dann wissen Sie immer noch nicht, was das Integral des Produktes ist, notwendigerweise. Gut, wenn das eine x² und das andere x hoch 3 ist, dann ist das Produkt ein x hoch 5, das ist von dem gleichen Typ, das können Sie schon machen. Aber wenn Sie irgendwelche komplizierteren Produkte haben, die dann eine neue Klasse von Funktionen bilden, dann haben Sie irgendwie größere Schwierigkeiten. Also Produktregel gibt es da leider nicht. Beim letzten Mal haben wir schon die Produktregel der Differentialrechnung umgekehrt und dann kriegt man sowas wie eine partielle Integration. Man kann teilweise sein Integral integrieren, macht dann hoffentlich ein leichteres Integral daraus. Wenn man es falsch macht, macht man daraus ein schwierigeres Integral. Und heute eine 2. Integrationsmethode, das ist die Substitutionsregel beim Differenzieren, oder die Kettenregel beim Differenzieren rückgängig und heißt hier Substitution. Also das gehört noch zu diesem Kapitelchen und das hat den Namen Integration durch Substitution. Integration und es ist die Umkehrung der Kettenregel, also brauchen wir einmal noch die Kettenregel. Können Sie das noch? Also was weiß ich, wenn wir e hoch minus x², wenn Sie das Ding hier ableiten wollen, was machen Sie da? Ja? Die äußere Funktion ist welche Funktion in dem Fall? Nee, die äußere Funktion. Nicht das Quadrat. Ganz, ganz außen. Was passiert als letztes? Erst machen Sie x hoch 2, dann machen Sie ein Minus davor und dann das allerletzte, was passiert ist, ist e hoch. Ja? Also ganz außen sitzt e hoch.
Und dann können Sie noch fragen, oh, was packe ich noch dazu, aber e hoch reicht dann schon. E hoch ist das Äußere, das Innere ist dann minus x Quadrat. Jetzt die Ableitung des Äußeren, die Ableitung von e hoch, ist wieder e hoch. Das wäre dann, also sozusagen das Zugehaltene kommt dann dahin. Und dann wieder einsetzen, brav, also minus x Quadrat. Und jetzt die innere Ableitung von diesem minus, 2x Quadrat, minus x Quadrat geht halt minus 2x. So, wenn Sie jetzt also so ein Produkt haben, und Sie erkennen, was müssen Sie erkennen? Was ist hier besonders dran? Also man muss ein Produkt haben, was gewisse Eigenschaften hat, sodass man es schreiben kann als die Ableitung von so einer Verkettung. Ja. Man muss ja einfach erkennen, dass das quasi die äußere mal die innere Ableitung der Funktion ist. Ja, man genau, da, also das hier muss die Ableitung von irgendwas sein, g' von x, die Ableitung, und das g selbst, nicht nur das g' ist das Ding, sondern das g selbst, was dazugehört, muss irgendwo hier noch auftauchen. Das muss nicht das gesamte Ding, das braucht nicht das gesamte Ding g zu sein, sondern das g, was dazugehört, was in dem Fall mein x minus x Quadrat ist, minus x Quadrat ist, das muss irgendwo auftauchen hier drin. Also nicht alleine, sondern nochmal verkettet. Ja? Also das muss irgendwie so aussehen. Sie, wenn Sie auf irgendeinen Ausdruck schauen, und dann müssen Sie sehen gleichzeitig, oh, hier gibt es irgendwo eine Funktion und es gibt die Ableitung dahinter. Ja, Sie müssen viel sehen da drin, müssen es erkennen, dass das so ist. Und um das erkennen zu können, muss man natürlich direkt im Kopf haben, wie sind diese Ableitungen. Wenn Sie hier einen Sinus sehen, dann müssen Sie sofort wissen, es ist ein Kosinus. Und das muss halt alles im Kopf gleichzeitig passieren. Sie können nicht die ganze Liste durchgehen und dann immer 2 Minuten brauchen für die Ableitung. Das ist so, wie wenn man ein Passwort knacken will oder so. Ja, muss halt einfach, wenn es lange dauert, wenn jedes überprüfen will, ja, was weiß ich, da muss man irgendwie Primzahlen oder so ein Zeug eingeben und Sie wollen halt durch die ganzen Zahlen da durchgehen, dann dauert es halt zu lange. Wenn Sie hier durch alle Funktionen durchgehen wollen, erstmal ableiten und gucken, ob das passt, dann dauert es zu lange. Sie müssen also sozusagen das sofort vor Augen haben, die beiden Dinger gehören zusammen. Das G könnte noch irgendwo anders stehen, das spielt keine Rolle. Das muss nicht nur einmal auftauchen, das kann an beliebig vielen verschiedenen Stellen auftauchen, weil Sie noch ein S drumherum haben. Das ist genau das, was wir jetzt halt quasi 90 Minuten üben werden. Also wenn Sie es jetzt noch nicht sehen, wie das funktioniert, das ist gerade das Ziel von heute. Also ein Stückchen die allgemeine Formel und dann ganz viele Beispiele. Also wenn ich eine Funktion habe, f, und da drin habe ich ein g von x und ich möchte das ableiten. Da war das Beispiel, jetzt ist das allgemein abstrakt. Dann kriege ich halt raus, ich habe f', in dieses f' packe ich wieder das g hinein und dahinter mein g' von x. So, das ist eine wahre Beziehung. Und die können wir jetzt integrieren, unbestimmt integrieren über x. Das heißt, ich male jetzt hier mein Integral. Wir haben nicht so viel Tafel, also male ich da rein. Ja? Das heißt, ich integriere hier über x und hier integriere ich über x. Und das erste, die linke Seite, kann ich sofort auswerten, weil es das Integral über eine Ableitung ist. Und dann kommt was raus? Hm? Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung? Dann gehe ich nochmal ein Stück zurück. Ich möchte ja, dass Sie mitmachen, sonst kommen Sie ja gar nicht weiter. Also sonst können Sie mir die 90 Minuten gar nicht folgen. Was ist der Witz? Erklären Sie es mal. Sie sind zu nah dran, Sie müssen mal schreien. Erklären Sie es mal. Was passiert, was ist der Witz vom Integrieren einer Ableitung? Dass es die Funktion ist, weil es ja darüber definiert ist. Genau, die Dinger heben sich auf. Wenn Sie erst sich anstrengen und ableiten und dann wieder integrieren, sind Sie wieder da, wo Sie am Anfang waren. Und am Anfang waren Sie bei dem Ding. Das hier ist gleich mein f von g von x. Aber, sagt der aufmerksame Student, aber das ist ja ein unbestimmtes Integral. Das heißt, als ich hier differenziert habe, da habe ich vielleicht Konstanten verloren. Die muss ich beim Integrieren wieder hinzubauen. Das heißt, hier kommt, ups, kaputt. Das heißt, ich muss noch ein, jetzt muss ich da noch ein C hinbauen. So, die Regel heißt also folgende. Die Regel ist, wenn Sie Integral, und jetzt müssen Sie erkennen, das ist so ein Produkt dieser Form, das wollen Sie integrieren. Dann wissen Sie, aha, das Ergebnis ist gleich f von g von x plus c. Das ist das, was wir da erkannt haben, nur allgemein geschrieben. Sie müssen erkennen, dass ein Faktor in einem Produkt, Sie haben ein Produkt von zwei Faktoren. Einer der Faktoren muss die Ableitung von einer Funktion sein, die in dem anderen Faktor auftaucht.
Nicht, das muss nicht der andere Faktor sein, sondern es muss nur auftauchen. Und es taucht auf in einer Funktion. Und die Funktion, in der es auftaucht, die müssen Sie zusätzlich noch integrieren können. Die Funktion, in der das da auftaucht, das x minus x Quadrat, ist das e hoch. Das ist mein f Strich. Warum ist da kein Strich dran? Diese Funktion, in der das auftaucht, die müssen Sie außerdem noch integrieren können, weil das Ergebnis ist dann das Ding ohne Strich. Da sind viele Sachen, die zusammenkommen müssen. Ja? Sie müssen erst erkennen, hier Ableitung von etwas, was da drin enthalten ist. Und die Art, wie es da enthalten ist, definiert Ihnen eine Funktion f', die Sie dann auch noch integrieren können müssen. Ist klar, dass das nicht die ganze Zeit, dass man das die ganze Zeit kriegt. Ja? Also das, nicht alle Funktionen sehen so aus, wie sie integrieren müssen. Das ist halt eine spezielle Methode. Und manchmal passiert es. Und jetzt kommt ein Beispiel, wo es passiert. Also Beispiel, wenn Sie Integral Sinus, ich glaube Sinus habe ich da als Beispiel, gehen Sie nicht weg, x, aha, kein Sinus, x e hoch x dx. So, das wollen wir integrieren, unbestimmt. Und jetzt, was machen Sie da? Jetzt schauen Sie da drauf, Sie sehen Produkt, ui. Jetzt denken Sie wahrscheinlich erstmal partielle Integration, das würde auch funktionieren, aber wir lernen jetzt Substitution. Was ist die Ableitung von wem? Ist das wirklich mein Beispiel? Das ist ja total trivial. Wir machen ja doch partiell. Wer hat mir das denn gesagt? Wir machen. Das ist ja partiell. Das wäre nicht mal die Ableitung. Wäre es ein Quadrat gewesen, wäre es die Ableitung. Wir wollen das Beispiel. Wir wollen Sinus x Quadrat. So, und dahinter wahrscheinlich ein x. So, mal x. Warum dahinter das x? Weil das ist jetzt die Ableitung von dem da drinnen, ja? Bis auf die 2. Aber die 2, das ist auch noch so, ja? Kann man das einfach mit 2 durch 2 erweitern? Ja, genau. Genau, ich male das mal direkt da rein, normalerweise wäre noch Gleichheitszeichen und so weiter. Machen wir so und jetzt sind die beiden zusammen, das wäre jetzt mein g' von x und das hier ist mein g von x. Und jetzt ist die Frage, was ist f von g von x? Oder was ist f, ja, was ist f von g von x, ja? Oh, sorry, Sie sind zu schnell. Ich wollte eigentlich erstmal das Strich, ich wollte erstmal ablesen. Sinus von g von x. Und wenn wir wollen, eigentlich noch die 2. Entweder wir ziehen die 2 vor und vergessen die dann nicht, oder wir machen die 2 noch da rein. Machen wir da rein, das ist das Ding hier, sowas. Obwohl, das habe ich im Skript nicht gemacht. Bleiben wir im Skript, so wie es im Skript ist, die 2 hole ich vor. Diese 2 holen wir nach vorne. So, also das, was da noch übrig bleibt, das ist die Ableitung g', die ist weg. In dem Faktor haben Sie Ihr g drin und was übrig bleibt, ist das Sinus von g. Und was Sie brauchen, ist das f als Funktion von g. Das mit dem x-Zeug können Sie sich sparen. Also was wir ablesen, ist, dass das f' von g gleich Sinus von g ist. Jetzt bin ich im kritischen Bereich. Ja? Können Sie das nicht mehr sehen Sie das noch? Was steht hier? Nee. Ja, gut, 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 gut. Also ich gehe nicht tiefer. Der blöde Laptop, ja. Ui. So. Und jetzt brauchen wir nach der Formel das f von g. Also f von g, wenn f, das haben Sie schon gesagt, genau. Ja, ich lasse mal das f da und das c kommt dann dahin. Also das hier ist gleich, jetzt bauen wir es zusammen, das ist ein halb, was da schon stand. Dann das f von g von x ist ihr Minus Cosinus von g, g ist aber x Quadrat, das war der, plus c. Da haben Sie Ihre Antwort. Von mir aus das Minuszeichen noch vor. Also in dem Fall funktioniert es, wenn Sie gerade das haben. Sie könnten zum Beispiel sagen, wer hat schon das Glück, dass da das x steht dahinter, ja? Aber es ist mehr sozusagen,
oh, jetzt habe ich das mit dem x zu lösen, was mache ich denn jetzt? Oh, Sie haben das Glück, dass es diese Substitutionsregel gibt. Ja? Ich meine, manchmal funktioniert es halt, manchmal funktioniert es nicht. Und das ist schon relativ kompliziert mit den ganzen x'en hier drin, einmal im Argument, einmal daneben. Und für solche Fälle gibt es halt diese Regel. Ja? Noch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Integral Sinus Quadrat x Cosinus x dx. Das möchte ich integrieren. Jetzt müssen wir wieder gucken, was... Ja? Dieses Ding... So. Genau, dann müssen Sie jetzt aber auch, jetzt können Sie es sehen, jetzt müssen Sie herausfinden, was ist mein G', die innere Ableitung, die äußere Ableitung, was ist die Funktion, in der die innere Funktion steckt. Hm? Genau, sagen wir, wir nennen es f' von g ist das Quadrat. Das ist das Quadrat. Dann, was da drin steckt, dieses g, ist das Sinus x. Denn jetzt ist der erste Faktor wirklich das f' von g. Nämlich, wenn das Sinus x da rein ist, ist das halt ein Sinus Quadrat x. Das ist der. Und das passt, weil der zweite Faktor, der da noch übrig bleibt, das g' von x ist Cosinus x. Die Ableitung von dem ist das. Sie sehen, das passt. Ist so gemacht. Das ist ein Beispiel dafür. Und was müssen wir jetzt noch machen? Sind wir denn, wir sind, ja? Das Ding, genau. Das f wird zu ein Drittel g hoch 3. Genau. Und dann ist die Antwort hier diese Funktion f von g von x, also es ist ein Drittel und dann x, g war das Ding hier, also Sinus hoch 3. Sinus hoch 3x plus mein c. Und wenn Sie es überprüfen wollen, dann machen Sie Ableitung. Wenn wir das nach Kettenregel ableiten, dann geht die 3 runter, nimmt die 3 weg. Wir haben noch ein Sinus Quadrat übrig und der Sinus nach abgeleitet gibt dann der Cosinus und dann sind wir wieder da. Passt. Also der Punkt ist, es gibt solche Fälle und in den Fällen kann man eben diese Regel anwenden. Und man kann sie auch anwenden, wenn man diesen Schritt nicht machen kann. Also dann wendet man eine Variante an. Also wir brauchen ja wirklich viel. Wir müssen erstmal die Struktur erkennen und dann müssen wir noch das Glück haben, dass wir diese äußere Funktion auch wirklich integrieren können. Wenn die Struktur gegeben ist, aber wenn man das nicht integrieren kann, dann kann man trotzdem die Regel benutzen, um zumindest das Integral zu vereinfachen. Ja? Aha. Genau, genau, es funktioniert. Ne? Denn dann würde sich nichts ändern an dem g, das würde immer noch das gleiche g bleiben. Das ist hier die g', das g als innere Funktion ist das Sinus. Und dann bauen Sie sich jetzt gerade in dem Beispiel, wo Sie das Quadrat durch hoch 3 ersetzen, eine neue äußere Funktion f'. Und wenn Sie die integrieren können, dann machen Sie einfach und dann stopfen Sie das Innere wieder rein. Und wenn Sie jetzt hier, was weiß ich, Wurzel oder Sie könnten auch von mir aus sowas haben wie Tangens von Sinus mal Cosinus oder so, einfach nur um verrückt zu sein, dann ist die äußere Funktion der Tangens und wenn Sie den integrieren können, dann ist es, was auch immer beim Integrieren rauskommt von Tangens, mit dem Sinus da reingesteckt. Ist gar nicht so schlimm. Aber wenn Sie jetzt hier zum Beispiel was ganz Fieses haben wie Arcos-Tangens oder sowas, was Sie nicht integrieren können, nehmen wir mal an, dann versagt ja dieser Schritt hier und dann können Sie es auch nicht weiterschreiben. Dann wissen Sie halt nicht, was dahin gehört. Aber auch in so einem Fall kann man diese Regel benutzen, um zumindest den Ausdruck, den man bekommt, zu vereinfachen. Manchmal
also bei diesen Tabellenwerken, da stehen halt Sachen drin, aber da steht ja auch nicht x-beliebig jede Funktion drin, sondern nur so ein paar Standardausdrücke. Und manchmal muss man erstmal das vereinfachen, um auf so eine Standardform zu kommen. Das heißt, diese Regel hier mit dem Umschreiben bringt auch was, wenn wir diesen Schritt nicht machen können. Und das will ich Ihnen jetzt zeigen, was die denn da in dem Fall bringt. Außerdem heißt das Substitution und man sieht noch gar nicht, was hier substituiert wurde eigentlich. Und das sieht man jetzt gleich. Also das, was Sie sich einrahmen, ist dieses Ding hier. Also nochmal diese Kettenregel da. F' von G mal G' ist gleich F von G von X. So, das ist das vorm Integrieren. Stimmt ja nicht, da müssen wir hier nochmal Strich machen, so. So, das ist das vom Integrieren. Und wir sind dahin gekommen, indem wir unbestimmt integriert haben. Linke Seite einfach das Integral drüber malen, rechte Seite den Strich wegnehmen und die Konstante hinzufügen. Jetzt möchte ich bestimmt integrieren. Ich möchte wirklich mit Grenzen integrieren. Das heißt, ich schreibe jetzt hier drüber Integral a bis b dx, Integral a bis b dx. So, und was ist das jetzt hier? Jetzt, wer hat mir das vorhin erzählt? Ach so, Sie wollten das lernen. Wissen Sie noch, was das ist? Sagen Sie vor. Also das Integral von dieser Ableitung, was war denn das? Vorhin war das einfach das Integralzeichen weglassen, die Ableitung weglassen, plus C dahinter, ja? Ja, genau. F von G von B minus F von G von A. Oder hier in meiner anderen Schreibweise, wo das X oben einmal B und das X unten A. Ja. Wissen Sie, also wenn man das weglässt, dann kriegt man die Konstante, aber wenn man Grenzen hat, dann nimmt man die Funktion, die man da hinschreibt, einmal an der oberen Grenze, minus an der unteren Grenze und dann verschwindet die Konstante. Und dann ist das hier die Antwort. Also jetzt habe ich bestimmt integriert. Folgen Sie mir noch? Fragen Sie, wenn Sie mir nicht mehr folgen. So weit, so gut. Jetzt wollte ich... Wir wollten annehmen, dass wir aus dem F' nicht das F bestimmen können. Ja, was wir gerade gemacht haben, da hatten wir Beispiele, wo wir das F' wirklich integrieren können zu diesem F. Jetzt wollte ich Ihnen verkaufen, dass man das auch benutzen kann, wenn man das F nicht finden kann. Jetzt habe ich das F aber gerade wieder geschrieben. Jetzt möchte ich wieder zurückgehen. Ich möchte also so tun, als würde ich das F nicht bestimmen können aus dieser anfänglichen Form. Das heißt, ich will jetzt wieder zurückgehen. Ich möchte das hier umschreiben, wo die, ja? Ich habe gerade gedacht, wo ist das G-Strich hier passiert? Das frage ich mich auch. Welches G-Strich? Das hier? Das ist danach nicht mehr existent. Ja, das ist raffiniert. Ne? Wie ist das denn passiert? Jetzt fällt gleich der Groschen, weil das ist genau der Punkt, den ich Ihnen heute vermitteln wollte. Wenn Sie das mal ableiten nach Kettenregel, ne? Wenn Sie das ableiten nach Kettenregel, gibt das F' von G von X. Das war aber jetzt nur die Ableitung nach diesem Argument von dem F und das ist nicht die Ableitung nach X. Deswegen müssen Sie das wieder gut machen, indem Sie dahinter noch die Ableitung von G nach X schreiben. Und das ist genau das G von da. Das ist sozusagen verschwunden. Das Coole daran ist, Sie haben hier was Kompliziertes und
Das ist aber gerade von der Struktur des Ergebnisses der Kettenregel und das schrumpft dann zu diesem einfachen Ding. Wenn ein Integral drüber steht, macht es die Ableitung auch noch weg und dann sind sie da. Das heißt, ja, genau. So, das war der Integrant, aber das ist ja... Und jetzt sind wir wieder bei diesem f und ich sagte, wir wollten, dass wir es nicht können. Also möchte ich das weiter umschreiben in eine Formel, wo das f nicht mehr vorkommt, sondern nur noch das f'. Und jetzt kommt was Raffiniertes. Ja? Das hier ist ja erhalten worden, indem wir die Funktion f von g von etwas einmal bei b und einmal bei a auswerten. Sie können sich das hier aber auch vorstellen als die Funktion f, die Sie an zwei verschiedenen Stellen auswerten. Wo müssen Sie die Funktion f von g, f von einem Argument auswerten, um das zu kriegen? Ja. Genau, also das, wenn Sie das jetzt als Funktion von g verstehen, das f, dann ist dieser Term, wo das Argument g dieses Ding ist. Das ist g von b und da ist es das g von a. Sehen Sie diesen Schritt, das ist ganz raffiniert. Ich meine, Sie haben ein und dasselbe Ding. Sie haben eine Differenz von zwei Objekten. Einmal stellen Sie sich das vor, als das ist f mit g drin und dann ist x die Variable, wo Sie einmal für x das einsetzen und einmal für x das einsetzen. Hier ist g die Variable und Sie setzen einmal für g g von b und einmal für g g von a ein und Sie kriegen beiden für das gleiche raus. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gut. Wenn Sie das jetzt hier sehen, dass sowas mit diesem Strich da, das ist ja immer das Ergebnis von einer Integration. Und zwar einer bestimmten Integration über eine Ableitung. Jetzt haben Sie zugegeben, dass ich doch nicht, oder doch, doch. Also wenn Sie sowas sehen, das ist das Ergebnis einer bestimmten Integration über eine Ableitung. Und was für eine Integration soll das jetzt hier sein? Das schreibe ich weiter, ist Integral. Jetzt suchen Sie sich einen Integranten aus, suchen sich Grenzen aus und suchen sich eine Integrationsvariable aus, sodass das da rauskommt. Ja? Was kommt denn raus, wenn Sie Integral p von Omega, Strich d Omega oder sowas, von Alpha bis Beta, irgendwie solche Buchstaben halt. Dann heißt das, den Strich weglassen und dann einmal das obere und das untere. Omega an der Stelle Beta Alpha. So, und jetzt rückwärts das Ganze, einfach nur die Buchstaben vertauschen. Das f ist das p, das ist dann in dem Integral mit der Ableitung. Und machen Sie mal. Ja. G von A bis G von B, genau. D. Genau. Das ist auch raffiniert. Wir haben das jetzt rückwärts gemacht. Wir haben jetzt hier so eine Differenz und wir fassen diese Differenz als ein Integral auf. Und wenn Sie jetzt die Formel von ganz links nach ganz rechts lesen, also das, was wir aufschreiben wollen, ist das hier, das Integral von a bis b, f' von g von x mal g' von x dx ist das gleiche wie das Integral von g von a bis g von b über f' von g dg. Das ist jetzt das, was den Rahmen kriegt, und zwar einen richtig großen, also nicht so groß, aber blau. Und das hier heißt Substitutionsregel. Das, wenn Sie sich nur eine Formel merken können für heute, dann die, ja? Mal angenommen, da würde jetzt links kein mal G' stehen. Ja. Könnte ich dann auf der anderen Seite einfach 1 durch G' von x vor das F' von g schreiben? Das ist raffiniert. Also nochmal, damit wir das alle hören. Wenn das jetzt hier nicht steht, kann man das einfach runter multiplizieren, da unten drunter machen. Ne? So ungefähr. Gibt es eine Antwort? Gibt es eine Meinung zu? Was Sie machen, also nehmen wir an, das wäre hier la 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 mal und dann steht hier ein x Wurzel, irgendwas mit x, Wurzel x steht da. Das, oder keine Ahnung, das ist das, was, nee, was ist denn? Sie wollen, was wollen Sie? Sie wollen hier
Da ist etwas, okay, Sie haben, ich versuche mal rauszufinden, ob das Ihre Frage ist. Sie haben dieses Ding zu integrieren und Sie wissen, auch richtig schön wäre das, wenn hier noch ein X stünde. Und dann fragen Sie jetzt, kann man das X da reinstecken und um das wieder gut zu machen, was? Davor? Auf der anderen Seite, wissen Sie, auf der anderen Seite ist so gut wie davor, weil auf der anderen Seite kommt man, indem man das davor macht und rüber multipliziert. Oder sehen was? Ja. Glauben Sie, dass es geht? Aber wenn das abhängig von x ist, dann geht das nicht. Genau, das ist das Problem. Die Antwort ist nein. Wenn das Zahlen sind, klar, aber wenn das wirklich hier eine Funktion ist, die können Sie nicht einfach da in den Integranten schreiben, das ändert das ganze Ding komplett. Deswegen muss man wirklich auch das Glück haben, dass so eine Funktion da steht. Und wenn sie da eben nicht steht, dann ist eine andere Regel fällig. Und wenn das da steht, dann haben Sie das Glück, dass diese Regel passt. Also dass es auch so eine Regel gibt dafür. So, und warum heißt das jetzt Substitutionsregel? Das heißt deswegen, weil hier ist die Integrationsvariable x und da ist sie g. Sie haben die Variable, nach der Sie integrieren, substituiert, ersetzt. Da ist das Ding. Und Sie sehen, hier steht das f' und da steht das f'. Wir brauchen also nicht, wir müssen nicht wissen, wie man das f' integriert, weil das ist vorher wie nachher das gleiche Ding. Und das hier ist unter Umständen einfacher als dieses Ding und vielleicht findet man das ja in Tabellen. Und der Grund, warum wir bestimmt integrieren mussten und nicht einfach wie hier unbestimmt, war, dass sich tatsächlich die Grenzen geändert haben. Wenn wir jetzt hier integrieren von a bis b, dann integrieren wir hier noch lange nicht von a bis b, sondern von g von a bis g von b, was ganz anderes sein kann, je nachdem, was g ist. Okay? Beispiel, gehen Sie nicht, Beispiel. Es ist ja das gleiche wie vorher. Jetzt wissen wir sozusagen schon, dass das hier das halbe G' ist. Also machen wir hier eine 2 hin und dann machen wir ein halb davor. Das hier können wir integrieren. Das gibt. Achso, wir wollen es nicht integrieren. Ach. Also. Wir nennen unser. Das x-Quadrat nennen wir g. Ja? G ist jetzt die neue Variable, das war die alte. Das ist die Substitution von der alten Variablen x zur neuen Variablen g. Die neue Variable ist sozusagen das Quadrat der alten und heißt jetzt g. Und das g', was dazu gehört, ist das 2x. Und was wir machen sollen, ist, wir sollen... dieses erste, das f' von g von x, sollen wir beibehalten. Das ist also mein f', das ist das Äußere hier, Sinus, das soll ich beibehalten. Sinus und reinschreiben soll ich mein g. Und das g' dx, dieses Ding hier, das g' von x dx, das wird zu dem dg. Und das ist, Ding ist 2x. dx, das ist mein dg auf der anderen Seite. Dieses da. Der erste Faktor ist dieser Faktor und der zweite da hinten wird zu dem dg. Das heißt, was hier steht, x dx ist nicht dg, sondern das ist die Hälfte davon. Hieraus lese ich ab, dass mein x dx gleich ein halbes dg ist. Also ersetze ich, das hier ist mein Sinus g. Sie sehen schon, das ist das Sinus g, weil das gerade das g ist. Und das da hinten ist das ein halbe dg. Ja? Und die Grenzen sind jetzt wichtig. Die Grenzen waren hier 0 bis Wurzel pi. Und jetzt sind das nicht mehr die Grenzen 0 bis Wurzel pi, sondern das sind jetzt g von 0 und g von Wurzel pi. Also g von 0 ist immer noch 0, weil 0 Quadrat 0 ist, aber Wurzel pi wird jetzt zu pi. Ja? Deswegen rot, weil die sich geändert haben. Das vergisst auch die Hälfte immer bei irgendwelchen Aufgaben. Ja? Aber der von x ist ein halbes x, der g, also den habe ich
Wo sind Sie hier? G von x. Sagen Sie, ich muss das mal verstehen, sagen Sie, dass das falsch ist. Sagen Sie, ich sage, dass wir schon ein X haben in der eigentlichen Fall. Und wenn wir, also wenn wir sagen, dx ist gleich dg zwischen durch 2x, dann gehen beide x raus. Ach so, natürlich. Sie sagen, hey, wir lösen das hier nach dx auf, also mein dx ist gleich, was auch immer das dg war, geteilt durch 2x. Und wenn Sie das jetzt da einsetzen, geht das x gegen das x raus. Einverstanden. Und bei mir war das x halt auf der anderen Seite und ich habe jetzt nicht das dx ersetzt durch das, sondern ich habe das x dx ersetzt und dann ging das x auch raus. Okay, aber in anderen Fällen würde es besser sein, wenn wir nur dx ersetzen. Ja, und dann mal gucken, was passiert. Und man sollte aber erwarten, dass es rausfliegt, weil, wenn man nicht erwartet, dass es rausfliegt, hätte man die Regel nicht verwendet. Das macht nur dann Sinn, wenn man weiß, dass das Ding rausfällt, weil das dx ist. Und wir sind noch nicht im nächsten Kapitel, wo wir mit diesen Differentialen rechnen. Sie sollen eigentlich gar nicht mit diesen Dingern rumrechnen, sondern sehen, das hier wird ersetzt durch das da. Deswegen habe ich diese umständliche Variante gemacht. Aber in einer Stunde oder so werden wir mit den Dingern rechnen und dann bin ich auf Ihrem Weg. Ja? Ja? Aha. Also was hier passiert ist, ist, dass das Ding insgesamt ersetzt wurde durch das. Und die Grenzen haben sich jetzt geändert, entsprechend dieser Formel. Und wir sind da und das Ergebnis ist einfach. Also jetzt haben wir ein halb Integral 0 bis Pi Sinus g dg fertig. Punkt. Das ist jetzt einfacher als das und Sie haben es sozusagen substituiert, um es einfacher zu machen, ohne jetzt diese äußere Funktion wirklich zu integrieren. Also mein Punkt ist, Sie können diese Substitution auch verwenden, wenn Sie das nicht wirklich bis zu allerletzt auswerten, sondern wenn Sie einfach nur das vereinfachen wollen. Das ist jetzt einfach. In diesem speziellen Fall ist es so einfach, dass wir das ausrechnen können, was da rauskommt. Aber manchmal kann man das nicht. Wenn wir das jetzt ausrechnen wollten hier weitermachen, machen wir einfach mal weiter. Was kommt denn hier weiter raus? Wenn ich Sinus integriere, kriege ich Minus Cosinus. Das heißt, ich habe hier, das ist gleich Minus 1/2 Cosinus von G. Und jetzt kommt in den Grenzen von 0 bis Pi. So. Und das ist gleich. Obergrenze Cosinus von Pi, also minus 1/2, Cosinus von Pi, schneller, ja? Ist minus 1, minus und Cosinus von 0 ist 1. Das heißt, es sind minus 2, das gibt 1. Schön. Da konnten wir das auch ausrechnen. Wir hätten an dieser Stelle das g auch ersetzen können, zurückersetzen. Das g war ja x². Das heißt, wir könnten hier abzweigen und hätten hier schreiben können, das ist minus 1/2 Cosinus und das g ist ja das x² gewesen, also x², und dann nehmen wir hier die alten Grenzen wieder, 0 bis Wurzel Pi. Also, entweder substituieren wir von x nach g, bleiben dann bei dem g, entweder hören wir hier auf, weil wir nicht weiter können, oder wir integrieren weiter in diesem g und wenn wir dann weiter bei dem g bleiben, dann müssen wir die neuen Grenzen nehmen, kriegen wir es raus, oder aber wenn wir hier anstatt die neuen Grenzen einzusetzen,
wieder zurück substituieren zu dem x, dann sind wir wieder bei den alten Grenzen. Und wenn Sie das machen, wieder zu den alten Grenzen zurückgehen, dann können Sie die auch komplett weglassen. Der Grund, warum wir hier bestimmt integrierend haben, ist, weil sich die Grenzen ändern. Wenn Sie aber artig wieder zurück substituieren am Ende, dann ändern sich die Grenzen ja eben doch nicht und dann brauchen Sie auch nicht zu schreiben. Also das ist Erfahrungsdings. Viele Leute fangen an zu rechnen und dann fangen sie an zu substituieren und vergessen aber über die Grenzen nachzudenken. Und dann haben sie die neue Variable und dann setzen sie in die neuen Variablen die alten Grenzen ein oder so irgendwas. Und dann ist es halt Murks. Und man kann da jede Kombination machen. Man kann auch wieder rück substituieren für die x und dann trotzdem die neuen Grenzen nehmen, die dann verkehrt sind. Also passen Sie auf, wenn Sie einmal den Schritt von x nach g machen, im Integral hier, in dem Integrand auf dem Niveau der Integrationsvariablen, dann müssen Sie es auch bei den Grenzen machen. Wenn Sie wieder zurückgehen, dann gehen Sie auch bei den Grenzen zurück. Passen Sie auf, dass die Grenzen zur Variable passen. Noch ein Beispiel. Tangens, richtig? Jetzt möchte ich substituieren, aber ich integriere unbestimmt. Das heißt, ich verspreche mir und Ihnen, dass wir am Ende wieder brav zurücksubstituieren, dass kein Fehler passiert. Ja? Wenn wir substituieren, sonst ändern sich die Grenzen. Wenn wir unbestimmt integrieren, haben wir gar keine Grenzen, also müssen wir dann nach der Substitution wieder brav zurück. Jetzt sehen Sie dieses Ding da, Tangens x, und denken, wo ist denn mein G' hin? Sie wissen das schon. Jemand von da oben mal, mit dem ich noch nie gesprochen habe? Ja, ja. Bitte? Mal 1. Ich muss mal gerade gucken. Also wenn Sie sagen sowas, das könnte man sagen, es ist 1 mal Tangens von x dx. Okay, und dann? Das 1 sozusagen als G'. Das 1 ist jetzt G' von x, das heißt mein G, raffiniert, jetzt sind wir da. Ja, okay, super, das heißt das G von x ist x und dann haben wir was? Dann haben wir, was kommt denn da raus? G' dx. Also es geht immer, das G' dx wird immer zum neuen dg, richtig? Sagt die Regel. Und das ist 1. Das ist 1. Das ist 1. Das heißt, das dx wird das dg. Und das g ist sowieso gleich dem x. Das heißt, wir kriegen raus, das ist das Integral von Tangens. Das x ist ja das neue g. Und das dx wird zum dg. Und jetzt ist das immer noch richtig. Jetzt ist es ja sozusagen substituiert worden. Sie haben den Buchstaben x in den Buchstaben g geändert. Wir machen partielle Integration. Wir machen seit ungefähr, wann haben wir angefangen? Knappen 45. Ist es günstiger?
Dann müssen wir mal gucken. Also mit der 1, ich weiß nicht genau, dann müssen wir die 1, also ich würde sagen nein, aber wir müssen halt mal ausprobieren. Wenn wir, was heißt denn das partielle Integration? Das heißt, dass das ist die Ableitung und das ist die Funktion. Dann müssen wir einmal diesen ersten Term unintegral, hiervon das Integral und das da, ich hinschreibe, das wäre x Tangens x, das ist okay. Dann brauchen wir aber die Ableitung davon mit dem x, was ist denn Tangens, ich weiß nicht genau, das sieht aus, als wäre, also Tangens abgeleitet, was war das nochmal? 1 durch Cotangens Quadrat. Nee, Co, ja, 1 durch Cosinus Quadrat x oder 1 plus Tangens Quadrat x. Das sieht nicht einfach aus. Außerdem machen wir Substitution. Ja? Das, okay, genau. Das hier war übrigens nicht schlecht, weil man sieht, man kann auch substituieren und so weiter und das funktioniert immer, ja? Selbst wenn man nicht, das nicht einfacher macht am Ende, es funktioniert halt. Es wird nicht falsch. Sie wollen jetzt Tangens schreiben als Sinus durch Cosinus, habe ich das richtig verstanden? Habe ich richtig verstanden, ja? Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir... So, ja? Ach so. Genau. Und was sagt mir das jetzt? Jetzt haben wir hier. Genau. Das ist die Ableitung von dem, bis auf Minuszeichen. Das heißt, wir nennen jetzt g von x, nennen wir was? G ist was? Cosinus. Ich habe es gehört. Cosinus x. Das heißt, die Ableitung g' ist gleich minus Sinus und deswegen ersetze ich minus Sinus x dx durch dg. Das heißt, ich kriege hier, das ist Integral, das hier ist 1 durch g mal das Sinus dx wird zu minus dg, also haben wir hier minus dg, also minus Integral g, 1 durch g dg. Was ist das? Ja? Betrag von was? Von g, genau. Plus c, noch genauer, genau. Und noch besser, wir müssen. Also minus ln. Und das g war der Cosinus von x plus c. Tada! Und jetzt haben wir über die Grenzen nicht nachdenken brauchen, weil wir bei x angefangen haben und mit x aufgehört haben. Das hätte man nicht gedacht, ne? Tangens sieht so hässlich aus, integriert. Aber Sie können es überprüfen, wenn Sie rückwärts machen, kommen Sie wieder da raus. Noch ein Beispiel? Also es gibt, ich habe hier aufgeschrieben, es gibt zwei spezielle Klassen. Das hier ist eigentlich schon eine Klasse. Wenn wir Integrale haben, die so aussehen, Integral g von x mal g' von x dx oder ein Integral der Form g' von x durch g von x dx. Das sind Sachen, die tatsächlich häufiger vorkommen. Das hier zum Beispiel, wenn Sie die kinetische Energie aufschreiben wollen aus, also wenn Sie Energieerhaltung aus dem Newtonschen Gesetz herleiten wollen, haben Sie das schon gemacht? Bestimmt. Ah. Hier so eine Kombination. Das sieht man heute, also das, diesen Trick, wenn Sie wie geht das? Also das Newtonsche Gesetz ist m mal x Punkt Punkt gleich irgendwas und das multiplizieren Sie das mit der Geschwindigkeit, sowas. Also wir haben hier Kraft mal x Punkt, so. Kennen Sie das wieder? Kennen Sie das hier wieder? M mal a gleich f? Schon.
Na gut, dann kennen Sie aus mathematischen Methoden. Also m mal Beschleunigung gleich das. Jetzt multiplizieren Sie das mit der Geschwindigkeit, dieses Gesetz. Also Newtonsches Gesetz gilt, wenn Sie es mit der Geschwindigkeit multiplizieren, gilt es immer noch. Und hier haben Sie die Struktur, dass Sie irgendeine Funktion haben. Also die hier nenne ich mal g, ich nenne das hier g. Und das ist die Ableitung von diesem g, das ist g Punkt. Das ist genau das Produkt aus einer Funktion mit ihrer Ableitung. Produkt aus einer Funktion mit ihrer Ableitung. Und was weiß ich, das ist halt ein typisches Beispiel, was man sowieso was man im Kopf haben sollte. Sie ab heute auch. Sie sollen sich merken, wie man aus dem Newtonschen Gesetz Energieerhaltung, Impulserhaltung und Drehimpulserhaltung kriegt. Ja? Haben Sie das schon gemacht? Lernen Sie es auswendig. Wir sehen uns in einem Jahr wieder, ist es ein Jahr, im dritten Semester, dann will ich, dass Sie das wissen. Dann frage ich Sie, was wir heute gelernt haben. Substitutionsregel am 17. Sagen Sie Substitutionsregel und das Newtonsche Gesetz. Und da gibt es halt verschiedene Tricks und der eine Trick ist, Energieerhaltung kriegt man jemals mit Geschwindigkeit multipliziert. Das müssen Sie doch in Mechanik machen. So, und wenn das jetzt so ein Ding ist, dann kann man das nett umschreiben, nämlich mit unserer Substitutionsregel da. Was ist denn das F'? Was ist das F' in diesem Fall? Genau, F' von G und hier steht nur das G, das heißt, das F' ist G. Das hier in diesem, das ist der Spezialfall dieser allgemeinen Regel, wo das F' von G gleich G ist, weil das, man sieht gar kein F', das ist kein F' drumherum. Das G steht nackt da. Was ist das, ich mal es mal dahin, also das ist das F' von G ist gleich G und was ist es da unten? In dem Fall ist die äußere Funktion F' von G gleich Sie müssen gucken, das G steht jetzt nicht nackt da, sondern steht im Keller. Jetzt brauchen Sie eine Funktion, die das G in den Keller setzt. Da, schräg hinter Ihnen, Sie weiß das? Der Cosinus war nämlich im Keller, so wie da, und das ist eigentlich, die Funktion macht einfach nur hoch minus 1, ja? Das f von x ist 1 durch g, boom. Diese beiden Spezialfälle sind die Spezialfälle der allgemeinen Regel für den Fall, dass f' gleich g oder f' gleich 1 durch g ist. Und das ist ganz nett, diese ganze Klasse sich anzuschauen. Und das hier oben, dieser Tangens, ist ein Beispiel aus dieser Klasse. Sehen Sie, wir haben drei Levels. Wir haben einmal die ganz allgemeine Regel, dann haben wir einmal die allgemeine Regel auf diesen Spezialfall reduziert. Aber dieser Spezialfall ist halt immer noch allgemein, weil es für alle g's funktioniert. Und das da oben ist diese Klasse mit g gleich Cosinus. Und ich möchte diese beiden integrieren. Wenn ich jetzt also g die neue Variable nenne, das ist hier am Ende soll das Quad, hier steht im allgemeinen Fall das f von g unbestimmt f von g von x. Wenn das das f in diesem Fall ist, was das g ist, dann ist das, wenn das das f' ist, dann ist das f ein halb. Genau. Und das g ist das g von x Quadrat. Wenn Sie ein Integral zu bilden haben, was irgendwie so aussieht, dann ist das die Antwort einfach das Quadrat von diesem Ding. Gehen wir mal dahin zurück. Wenn ich jetzt hier dieses g und g Punkt habe, das Integral darüber, also malen wir erst das Integral darüber ist gleich das 1 halb g Quadrat. Wenn ich kein Integral habe, weil im Newtonschen Gesetz steht kein Integral, dann mache ich das wieder weg, indem ich die linke Seite und die rechte Seite differenziere. Das hier differenzieren und das hier differenzieren. Nach welcher Variablen?
Wofür steht der Punkt? Nach der Zeit, also nach der Zeit ableiten. So, und mein g war aber dieses Ding, x Punkt. Das heißt, was da wirklich steht, ist d nach dt von 1/2 x Punkt Quadrat. Wenn ich Ihnen jetzt noch das m da reinschreibe, dann haben Sie d nach dt von 1/2 mx Punkt Quadrat gleich, was heißt das hier eigentlich? Kraft mal Geschwindigkeit. Hat auch einen guten Namen, hat einen Namen für ausgedacht, weil das sowas Wichtiges ist. Kraft mal Geschwindigkeit. Was ist denn Kraft mal Weg? Arbeit. Ist aber jetzt nicht Kraft mal Weg, sondern es ist Kraft mal Geschwindigkeit. Da müssen Sie noch einmal durch die Zeit dividieren. Ja, Kraft, Geschwindigkeit ist ja Weg pro Zeit. Also Kraft mal Weg pro Zeit ist die Leistung. Das ist die Leistung. Genau. Hier Leistung, N, von mir aus N. Und was ist das da? 1/2 mx Punkt Quadrat oder 1/2 mv Quadrat. Kennen Sie noch 1/2 mv Quadrat, wer auch immer in meiner Übung war? Kinetische Energie. Das heißt, wenn Sie keine Leistung reinstecken, keine Arbeit pro Zeit, dann ist Ihre kinetische Energie erhalten, weil dann ist die Zeitableitung null. Das ist die Energieerhaltung. Haben Sie das gelernt? Also jetzt schon. Sehr gut. Sehr gut. Und sowas, diesen Trick, diesen müssen Sie sich merken, einprägen. Das macht man die ganze Zeit. Eine Funktion mal ihre Ableitung. Schreibt man immer zusammen als die Ableitung von 1/2 das Quadrat der Funktion. Und das ist dieses spezielle Fall. Und nicht ganz so häufig ist das mit diesem Ding. Wenn Sie nicht die Funktion mal ihre Ableitung, sondern Sie haben die Ableitung durch die Funktion. Das hier, dann brauchen Sie einfach nur 1 durch g zu integrieren. Was ist 1 durch g integriert? Ja? War eine andere Frage, dann dahinter. Ich habe es nicht gehört, aber ich glaube, das war Logarithmus. Ja, Logarithmus von, und dann kommt das g da rein. G von x. Fertig. Wenn Sie jetzt sehr penibel sind, so wie ich das haben möchte, dann machen Sie noch das c dahinter. Sie wollten was fragen. Ja, die Punkte, die man dann zwischen die x mal, das heißt dann immer, dass man nach der Zeit ableitet, die wieder was auch macht. Ja, genau. Also wir machen ja immer f Strich, genau. Und das, weil wir Buchstaben schreiben, das heißt wir f nach dx. Und in der Physik hat man aber meistens Zeiten, also die Abhängigkeit von der Zeit. Man fragt immer Anfangszustand und dann, was passiert, wenn ich das Pendel loslasse oder sowas. Ja? Und deswegen ist immer alles Funktion von der Zeit. In der Mathematik ist es seltsamerweise eine Funktion von x, aber bei uns ist es Funktion von der Zeit. Und dann, wenn man jetzt von t hat, von t und wie auch immer das Ding heißen soll, vielleicht der Ort als Funktion der Zeit, dann ist das, malt man einen Punkt. Der Grund, warum man jetzt ein anderes Symbol einführt, ist, dass man auch schon mal beides hat. Es gibt Funktionen, die von der Zeit und vom Ort abhängen. Also zum Beispiel, was weiß ich, was denn? Alles, Temperatur, ja. Sie gehen woanders hin, da wird es auf einmal, Sie fahren in den Süden, wird es wärmer. Sie warten ein bisschen, wird es auch irgendwann wieder wärmer. Also es gibt Funktionen, die hängen von Ort und der Zeit ab. Und wenn Sie die ableiten wollen, dann müssen Sie sich entscheiden, will ich jetzt wissen, wie ändert sich es mit dem Ort oder wie ändert sich es mit der Zeit. Und dann brauchen Sie einmal einen Strich und einmal einen Punkt, um das zu unterscheiden. Also man kann natürlich auch das ausschreiben, aber wenn man es kurz haben will, dann macht man das. Und deswegen habe ich die Punkte gemalt, die aussehen wie Striche. Sehr gut. Mehr Fragen? Dann mache ich nochmal Platz.
Eine Sache dazu noch. Wenn das F eine konservative Kraft ist und Sie ein Potenzial haben, dann machen Sie aus dieser rechten Seite die potenzielle Energie. Nur, dass Sie das wiedererkennen. Das ist nicht, dass Sie sagen, ich habe Ihnen was erzählt, was nicht relevant ist. Also diese, bestimmt haben Sie das mit der potenziellen Energie schon gesprochen, richtig? Potenzielle Energie? Ja, wie man aus der rechten Seite nicht die Leistung einfach definiert, bumm, sondern wie man daraus dann ein Potenzial baut. Ja, das heißt, daraus machen Sie eigentlich Ihr Potenzial und dann ist es die nicht nur die Erhaltung der kinetischen, sondern die Erhaltung der Summe aus kinetischer und potenzieller Energie. Das ist aber nicht unser Thema. Mein Thema ist integrieren. Also Integral f von g von x mal g' von x dx gleich Integral f' von g dg. Das g von a, g von b, a bis b. Sie hatten schon gefragt, was ist, wenn dieses G-Strich nicht da steht? Kann ich das irgendwie da einbauen? Und man denkt auch immer, auch ich habe das Gefühl, das muss schon Zufall sein, dass das Ding gerade da steht. Es gibt eine große Klasse von Transformationen von X auf G, die man machen kann, wo das G-Strich nicht weiter stört. Sagen Sie mir mal ein paar Funktionen G von X, wo das G-Strich nicht wirklich stört. Sie sind sehr schnell immer. Geben Sie mir mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ehrlich? Ja, was sagst du? Welches Fach? Mathe bin ich. Ah, aber sehr gut. Jetzt kommt es gescheitert. Na gut, aber dann nochmal da hier, ja. X müsste gehen, weil die Ableitung von x1 ist. Genau, exakt. Wenn Sie für g von x x nehmen, dann ist g' von x gleich 1 und es tut nicht weh. Wenn Sie allerdings g durch x so ersetzen, dann haben Sie, wie vorhin bei unserem Tangens, nichts gewonnen, weil dann ist es das gleiche wie vorher, nur mit dem neuen Buchstaben g für das, wo vorher x war. Das ist richtig, aber das ändert nichts. Was machen Sie etwa einen Schritt komplizierter, sodass das immer noch rauskommt? Ja. Okay, also erster Schritt, Konstante drauf, jetzt ableiten, ist immer noch 1. Dann stört es wirklich gar nicht. Also Sie können Ihre Integrationsvariable verschieben. Wenn Sie irgendein Integral haben, was ist das? Integral Wurzel x minus 2 oder sowas, dx, das wollen Sie integrieren, können Sie aber nicht, weil Sie nur Wurzeln integrieren können, sagen wir mal, dann stört Sie sozusagen die minus 2. Aber Sie können das verschieben. Und das, was Sie hier eigentlich bräuchten für die Substitution, es ist sozusagen schon da, das ist die 1. Sie können einfach sagen, mein g soll jetzt x minus 2 sein, dann ist mein g' gleich 1 und das haben Sie da. Das heißt, Ihr g' mal dx, was dg werden soll, das hier ist einfach nur dx. Das heißt, dieses Ding wird zur Integral Wurzel g dg und dann können Sie es wieder. Also Verschiebungen kann man super mit dieser Substitutionsregel wegkriegen. Wenn Sie irgendwas haben, wo Sie so ein Plus, Minus irgendwas stört, dann ersetzen Sie das einfach und weg ist es. Aber Sie wollten noch mehr machen? Ein Faktor, genau. Wir machen noch hier ein M vor. Jetzt ist das nicht mehr 1, jetzt ist das M. Aber ein M stört uns nicht wirklich, weil es nicht, wie Sie oben sagten, von x abhängt. Wenn Sie jetzt hier noch ein, was weiß ich, davor, soll ich hier reinschreiben? Ich male einfach mal 3. Wenn Sie nur eine 3 hätten, jetzt ist natürlich alles hier irrelevant geworden. Finden Sie das nervig? Okay. Also Integral Wurzel 3 x minus 2 dx. So, jetzt haben Sie da noch eine 3 davor. Jetzt sagen wir einfach, g ist 3x minus 2, dann ist das g' 3, aber das können Sie sich, das ist okay. g' dx ist 3dx und das soll das dg werden, also ist mein dx ein Drittel davon. Das ist also
ein Drittel Integral Wurzel g dg. Also, wenn Sie keine G-Strichs da sehen, dann kann man immer noch so eine Transformation machen, eine lineare Transformation, mx plus b. Und das gibt halt, wir brauchen entweder eine 1 oder wir brauchen irgendeinen Faktor da und den kann man sich geben. Okay? Ja. Haben Sie Fragen? Ich habe noch zwei Kapitelchen. Ja? Also wenn ich das g irgendein x hoch irgendwas hat, dann ist das doof, weil man dann immer noch da irgendwie was x. Richtig, wenn da jetzt ein x Quadrat stünde, dann bleibt hier ein x übrig und dann geht das nicht weg. Ja? Wenn da keins schon ist, dann passt es. Also, ein anderes Beispiel, Sie haben halt Ihr x Quadrat minus 2 oder 3x Quadrat und dahinter steht nochmal ein x dx. Das ist natürlich wieder super geeignet für die Substitutionsregel. Wenn dann sagen Sie, das hier ist Ihr g, dann ist die Ableitung irgendwas mit x alleine, das ist da und den Faktor 3 passen Sie an. Ja, das kann man sich reinschaufeln und so. Das ist genau der Punkt. Sie müssen irgendwo versteckt und verbaut eine Funktion finden, muss gar nicht unbedingt versteckt sein, irgendwo finden Sie eine Funktion und die Ableitung von dieser Funktion muss auch noch da stehen, als Faktor dahinter. Dann funktioniert das Ding. Weil das eben die Umkehrung der Kettenregel ist. Und das, was dahinter steht, ist die innere Ableitung. Die muss da sein. Und wenn sie nicht da ist, dann können Sie alles, was Sie machen, was erlaubt ist, ist diese lineare Transformation. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen zu hier, diesem Rechnen mit den Differentialen. Das heißt also, das nächste Kapitelchen heißt Rechnen mit Differentialen. Ist nur super kurz. Machen Sie das in Physik auch, wo immer so Bildchen und dann macht man hier dx und dt, kleine Zeit, kleine Winkel, die Alpha, sowas. Schreiben Sie Gleichungen auf, indem Sie kleine Größen betrachten? Ja, zum Beispiel, irgendwie solche Sachen. Häufig, also Leute rechnen, besonders in der Physik, rechnen Sie damit, als ob das eine kleine Größe wäre, eine winzig kleine Größe. Gleichzeitig sagen viele Leute, man kann damit aber gar nicht rechnen, weil das ist kein, also wenn ich schreibe df nach dx, dann ist das nicht wirklich ein Bruch. Das sieht jetzt verdammt aus wie ein Bruch, weil das einen Strich hat und was drüber und was drunter. Man denkt, das ist ein Bruch, aber das ist eigentlich ein Symbol für die Ableitung. Ja? Und das ist eine andere Funktion, die jetzt nicht unbedingt irgendwas, das ist keine rationale Zahl, irgendwie so, also das ist nicht sowas. Das kommt aus dem Limes von Brüchen. Also es hat schon ein bisschen was mit Brüchen zu tun, aber jetzt mal so ist es keiner. Denn in dem Limes, wissen Sie noch, das hier ist h und das ist f x plus h minus f von x h gegen 0. Das heißt, sowohl oben als auch unten geht das gegen 0. Das ist, wenn überhaupt, ein ziemlich schwierig zu interpretierender Bruch. Also der hat nur dann Sinn, wenn der wirklich so übereinander steht und das jetzt auf die andere Seite, dann haben Sie irgendwie 0 mal irgendwas mal 0. Das ist einfach kritisch. Es ist nicht wirklich ein guter Bruch, mit dem man rechnen sollte. Das sagen andere Leute. Trotzdem machen Sie es. Und das ist doch schizophren. Ja? Ich meine, ich muss mich mal entscheiden, ist es das oder ist es das? Soll ich damit rechnen oder soll ich nicht damit rechnen? Mache ich was falsch? Darf nur der Nicht-Mathematiker mit denen rechnen und so weiter? Und die anderen, was ist denn eigentlich Sache? Deswegen das Kapitel. Die Antwort ist,
es gibt Regeln für die Differenziation und Integration, die gelten einfach. Und die Notation ist so gewählt, dass die Regeln, die für das Differenzieren und Integrieren gelten, so aussehen wie die Bruchrechenregeln. Kürzen, erweitern von Brüchen, dividieren durch einen Bruch. Ist es, wie dividiert man durch einen Bruch? Wie dividiert man durch einen Bruch? Also wenn Sie sozusagen 5 durch 1/2 haben. Was ist denn 5 durch 1/2? Man multipliziert mit dem Kehrwert, genau. 5 durch 1/2 ist? Bitte? Wer als erstes gewinnt, 5 durch 1/2? 10 gewonnen irgendwo da. Da war es auch, aber das war... Okay, also Sie sehen schon, ja, 5 durch 1/2 ist gleich 5 mal 2/1 gleich 10. Mit dem Kehrwert multiplizieren. Solche Sachen, das ist Bruchrechnen. Und die Regeln für das Differenzieren und Integrieren, die gelten, kann man, wenn man die geschickte Schreibweise einführt, nämlich das Ding hier, lesen, als sei das Bruchrechnen. Machen wir zum Beispiel das da. Wenn Sie sich erinnern, wie wir eine Umkehrfunktion differenzieren. Was war das nochmal? Umkehrfunktion, also wir haben eine Funktion f von x, macht mir ein y und dann kann ich umgekehrt wieder zum x gehen, indem ich die Umkehrfunktion auf das y loslasse. Kennen Sie noch Umkehrfunktion? Das ist aber schon lange, lange her auch. Und was ist jetzt die Ableitung? Wenn ich jetzt die Ableitung der Umkehrfunktion von y nach y wissen will, was mache ich denn dann? Das will ich ableiten. Was ist das dann? Und wir nehmen an, Sie kennen die Ableitung von f selbst. Wir hatten das, als wir die Ableitung von Logarithmus finden wollten, dann der Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion und die Exponentialfunktion können wir ableiten. Hier, Mathe. Jetzt brauchen wir sie. Fertig, das ist das Gesetz. Die Ableitung der Umkehrfunktion ist gleich 1 geteilt durch die Ableitung der Funktion. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen aufräumen mit der Notation, wir sagen einfach, mein y, das hier soll das, also anstatt f von x schreibe ich y, anstatt f hoch minus 1 schreibe ich x. Ja, das hier ist, dann sieht das aus wie links d, hier das... das hoch minus, das f hoch minus, das, die Umkehrfunktion ist das x, ja, das ist dx nach dy, das ist dx nach dy, das steht da links. Das da ist das f hoch minus 1 y, das ist das x. Das da unten ist das y, das heißt, das ist gleich 1 durch dy nach dx. Sehen Sie, Sie dividieren durch einen Bruch, indem Sie mit dem Kehrwert multiplizieren, sieht so aus. Wie ist nicht ganz richtig? Achso, nee, das ist ja schon in Ordnung, aber. Sieht so aus wie Bruchrechnen. Es ist natürlich kein Bruchrechnen. Wir haben uns einen abgebrochen, bis wir das hier rausgefunden haben. Wir mussten das einsetzen, Kettenregel, all diesen ganzen Spaß. Aber ist ja wurscht. Wir haben es jetzt, wir wissen, dass es das ist und. Und Sie danken einfach jetzt Leibniz, der die Notation erfunden hat mit diesen Brüchen. Und deswegen sieht die Regel so aus, als sei es Bruchrechnen. Das heißt also, wir machen kein Bruchrechnen mit den Dingern, sondern wir machen anständige Mathematik, aber es sieht so aus. Und wenn Sie sich das jetzt merken müssen, warum sollen Sie dann wieder zurückgehen durch das, sondern Sie merken sich einfach, ich rechne mit wie mit Brüchen. Sie sehen, wir rechnen wie mit Brüchen. Aber es ist kein Bruchrechnen, verstehen Sie? Das ist ein bisschen witzig, ja? Sie haben eigentlich ganz andere Regeln, aber diese anderen Regeln sehen so aus, ja? Bedeutet, ich kann jetzt, doch, ja, genau, das haben wir gerade getan.
Ja, genau, einfach, wenn Sie jetzt zum Beispiel, das werden, also in der Praxis wird man solche Sachen die ganze Zeit machen, dann also hier kann man ganz lustig, wenn man das jetzt hochbringt, was ist denn dx, dy, dy, dx gleich 1, ne, kürzen, das kürzt sich alles weg, das machen die Leute die ganze Zeit. Aber was sie wirklich machen, sind die Integrationsdifferenziationsregeln, die in einer Schreibweise geschrieben sind, dass es so aussieht wie Bruchrechnen. Und auch unsere Substitutionsregel sieht so aus, wenn wir, oder hier Hauptsatz, wenn wir Integral, der Hauptsatz war ja f' von x dx ist gleich f von x plus c oder so. Und wenn wir hier jetzt das d, wenn wir hier jetzt das d f von x dx reinschreiben, das ist ja das da, dann treffen sich hier auf der linken Seite df, dx, dx, die beiden Dinger. Und auf der rechten Seite habe ich ich muss sie da langsam hinbringen. Sagen Sie mir nochmal, was ist das denn? Was ist denn Integral dx? Was ist Integral dx? Nee. 1 integriert ist x, reingefallen, genau. Kommt also der Buchstabe da raus. Und dann noch eigentlich plus c. Und wenn Sie Integral dq... Bitte? Q plus C. Und wenn es F gewesen wäre? F. Das heißt rückgängig, rückwärts, F plus C ist das gleiche wie Integral DF. Und wenn da F von X steht, von mir aus DF von... Ja. Und Sie sehen, das da, was Sie kennen, diesen Hauptsatz, schreibe ich jetzt so. Und wie sieht das aus für Sie? Wenn Sie das anschauen, was ist von da nach da passiert? Wie sieht's aus? Sie dürfen jetzt sagen, wie es aussieht. Genau, Sie haben einfach gekürzt. Das heißt, auch diese Substitutionsregel ist wie... Genau, Sie dürfen also mit den Dingen rechnen, wie mit Bruch rechnen. Ich erlaube Ihnen das jetzt. Und wenn es irgendwelche Spezialfälle gibt, wo man es nicht mehr kann oder so, dann haben Sie sozusagen Pech gehabt. Also es gibt, wenn wir Funktionen von mehreren Variablen haben, dann ist es etwas schwieriger. Also man kann es nicht immer machen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute sagen, man rechnet nicht damit. Rechnen Sie nicht damit. Verboten, verboten. Weil es halt Fälle gibt, wo das nicht geht. Sie müssen schon wissen, wann. Bisher, was wir haben, immer. Bei mehreren Variablen ist dann schwieriger. Dann geht das nicht mehr. So. Reicht Ihnen das? Was? Also, wer war das denn vorhin? Mit den Differentialen. Dieses Ding. Also, nachdem Sie jetzt die Erlaubnis haben, mit den Dingern zu rechnen, wenn wir irgendwo substituieren, also wir haben jetzt g' von x ist irgendwas, dann haben wir das dx. g'dx ja ersetzt durch dg. Diese Gleichung kommt aber daraus, indem man einfach g' von x schreibt als dg nach dx. Wenn man das mit dx multipliziert, dann kommt das da oben raus. Das heißt, wenn Sie substituieren wollen, müssen Sie x ersetzen und dx ersetzen. Machen wir noch mal ein Beispiel. Sagen Sie mir noch mal ein Integral, wo wir substituieren wollen. Hier dieses berühmte Ding, ja, das Sinus x Quadrat mal x dx. So, jetzt, wo wir damit rechnen, machen Sie das wie folgt. Sie sagen, aha, ich sage, g ist meine neue Variable, die ist x Quadrat. Dann berechne ich mir mein dg nach dx. Das ist 2x und das löse ich jetzt auf nach x und dann kriege ich das, was der Herr hier in der ersten Reihe hatte, dg durch 2x und jetzt kann ich das g da rein, das dx da rein und die beiden kürzen sich dann weg. Also Sie brauchen nicht mehr so viel denken, einfach eine neue Variable definieren,
die Ableitung bilden und dann das Ding nach dx auflösen, als sei das ein Bruch. Okay? Das war jetzt die Stunde. Und Sie wollten nach einer Stunde noch mal was fragen. Sehr gut. Das wird ein ultra kurzes Kapitelchen als Abschluss der Integralrechnung. Damit sind wir dann heute fertig. Aber ich wollte die Verbindung wieder zu den Differentialgleichungen bringen. Wir haben das Ganze ja gemacht, um Differentialgleichungen zu lösen. Und Sie haben ja versprochen, dass Sie letzte Woche das schon angefangen hatten. Und das ist jetzt hier ein Beispiel, was man häufiger sieht. Und zwar sind das Differentialgleichungen, die eine bestimmte Form haben. Die sind erster Ordnung, das heißt, sie haben also DGL, Differentialgleichung der Form. Sie haben ein Y-Strich, ein Y und X. Also in irgendeine Gleichung, die Sie sich ausdenken können, da dürfen Sie reinschreiben das X, das Y von X und das Y-Strich von X. Sie können Quadrate machen, Wurzeln, Logarithmen, alles, was Sie wollen, alle bekannten Funktionen, aber Sie dürfen kein Y2-Strich machen. Nur erste Ordnung. Ein Y-Strich, also von mir ist auch viele Y-Strichs, zum Beispiel 3 oder so, aber nicht Y2-Strich. Das ist die erste Ordnung. Und dann muss es so sein, dass Sie die Gleichung umformen können, dass alles das, was mit Y zu tun hat, auf einer Seite steht und alles das, was mit X zu tun hat, auf der anderen Seite. Also Sie müssen eine Gleichung schreiben können, wo hier kein X und da kein Y von X und kein Y-Strich stehen. So muss die Gleichung aussehen. Es kann natürlich auch sein, dass hier dann gar nichts steht, zum Beispiel 0 oder so, und Sie haben nur ein Y da drin stehen, das ist auch okay. Aber es darf nicht so sein, dass man es nicht trennen kann. Solche Gleichungen heißen separierbar und wir lösen sie durch Trennung der Variablen. Weil man sie trennen kann, ist das die Methode. Also mein Beispiel ist folgendes. Sie haben y' von x plus x mal y von x gleich 0. Ganz tolle Differentialgleichung. Enthält nur die drei Dinge und ein Plus und eine 0. Und man kann sie trennen, man kann sie separieren. Man kann alles, was y hat, auf eine Seite und was auf x auf die andere Seite. Das heißt, machen Sie mal. Sie? Ach so, Sie bringen das ja. Ich bringe mal das rüber. Ich hätte das y' gerne mit einem Pluszeichen. Also das rüber mit Minus. Dann heißt, wir haben y'. Und jetzt das y runterdividieren, haben Sie schon gesagt. Das ist also y' von x durch y von x gleich minus x. Genau, separierbar. Boom. Und so eine Differentialgleichung kann man lösen, indem man einfach über x integriert. Das heißt, wir können jetzt hier integrieren, also da machen wir Integral unbestimmt über x. Das heißt, auf der linken Seite haben wir Integral y' von x dx und rechts haben wir minus Integral x dx. Was machen Sie damit? Und sagen Sie, weiß ich nicht. Ja? Ich
löst das y' zu y nach dx auf, das dx. Das können Sie machen, ja, genau. Gut, wir machen zwei. Wir machen hier langsam. Langsam im Sinne von offiziell. Ich habe das im Skript offiziell genannt. Ich nenne das offiziell. Offiziell. Und offiziell heißt Substitutionsregel. Das ist ja von dem Fall Funktion im Nenner und dann oben die ableitende Funktion. Das können Sie integrieren. Sie haben es gelernt. Das ist log y. Ja? Haben wir vorhin als allgemeines Ding gemacht. Das heißt, wir würden jetzt hier substituieren, von x gehen wir zu y, das y ist meine neue Variable, das heißt, wir haben Integral durch y, das ist das, was da steht, und das y' dx wird zum dy. Jetzt haben wir das und das gibt mein ln von y fertig. Von mir aus noch plus eine Konstante. Oder, wie Sie das machen, sozusagen, wie nennen wir das denn jetzt? Wie nennen wir das denn jetzt? Das ist sozusagen unter, also das ist jetzt die Abkürzung, ja? Da hat er gesagt, er schreibt das oben als das dy nach dx durch y und das dx steht nach hinten und die beiden kann man kürzen und dann sind wir da, wo wir hier auch sind, ja? Da sind wir da beim Integral dy durch y. Also das ist das gleiche Ding wie da. Oder, das haben Sie auch gesagt, man macht das direkt hier vorne, Form integrieren. Man kann hier zurückgehen und sagen, dass diese, wenn Sie in dieser Gleichung, soll ich das auch noch reinmuscheln? Wir lösen sie erst, sonst kommen Sie durcheinander. Ja? Habe ich schon jemanden verloren? Sie, ja? Mhm. An welcher Stelle? Ja, das stimmt. Ich möchte diese Gleichung lösen und ich behaupte, dass wir solche Gleichungen dieser Form bereits lösen können, indem wir einfach drauf los integrieren. Wir müssen sie nur so erstmal schreiben, dass auf der einen Seite keine x mehr stehen, auf der anderen Seite keine y's mehr stehen. Und das haben wir hier geschafft, das ist die Gleichung. Und jetzt können wir integrieren. Und auf der linken Seite, weil, Sie sehen, weil hier dieses y', das ist ja die Differentialgleichung, das ist genau unser g', das hier ist die innere Ableitung. Das y' ist das g' von vorher. Und das, was da noch drumherum steht, dieses Ding, ist das f. Das heißt, was ich hier mache, um diese Gleichung zu integrieren, ist genau das, was wir bei der Substitutionsregel gelernt haben. Und diese Abkürzung ist einfach Rechnen mit Differentialen. Aber das können Sie auch wieder weglassen, wenn Sie das nicht wollen. Machen Sie den offiziellen Weg und lösen Sie das durch Substitution, ganz normal, wie wir das mit dem g' durch g hatten. So, das heißt, auf der linken Seite kommt raus, in jedem Fall ln y von x plus eine Konstante. Und auf der rechten Seite steht minus x integriert ist 1/2 x² plus auch eine Konstante. Ich schreibe das mal so. Also wenn Sie eine Gleichung integrieren, dann haben Sie Integral links und rechts unbestimmt. Und theoretisch wäre das hier eine Konstante und da eine Konstante. Aber weil es eine Gleichung ist mit plus plus, die ist unbestimmt, schreiben Sie die einfach zusammen und ersetzen es durch eine neue. Also es reicht, eine hinzuschreiben. Eine C3 zum Beispiel, genau. Sie können jetzt, was weiß ich, das rüberbringen oder so. Also Sie schreiben zum Beispiel ln y von x gleich minus 1/2 x² plus c3. Ja, das ist genauso allgemein, weil die beiden bringen Sie zusammen und nennen Sie das um. Und jetzt kommt e hoch da drauf, das heißt y-Betrag von x ist gleich e hoch minus 1/2 x² plus c3. Das e kann ich auseinanderziehen, e hoch minus 1/2 x² mal e hoch c3. Den Betrag löse ich auf, indem ich sage, mein y von x ist gleich plus minus e hoch c3 mal e hoch minus 1/2 x². Und das da
ist halt irgendeine hässlich geschriebene Konstante, die kann positiv, negativ sein, die kann größer oder kleiner sein, die nenne ich a, dann haben wir y von x gleich a mal e hoch minus 1/2 x Quadrat. Das ist die Lösung, und zwar die allgemeine Lösung, das sind alle Lösungen, die man finden kann, zu dieser Gleichung. Ich weiß, dass das schnell ging, die letzten paar Sekunden, aber Sie brauchen auch jetzt nicht dieses Beispiel auswendig zu lernen oder sowas, sondern an dieser Stelle reicht es, zu wissen, das, was wir jetzt über das Integrieren gelernt haben, kann man so unmittelbar anwenden auf das Lösen von Differentialgleichungen dieser Form, die sich separieren lassen. Das machen wir ausführlich, wenn wir über Differentialgleichungen sprechen. Das ist ein Ausblick gewesen in die Zukunft eigentlich. So dass Sie wissen, dass es Relevanz hatte mit unserer Substitutionsregel und dass man das hinkriegt. Wir werden noch ganz viele Gleichungen lösen von dieser Form und anderer, die man vielleicht nicht sogar trennen kann und zweite Ordnung, all so ein Zeugs. Aber Sie sollen sich freuen, dass wir bereits auf so einem Niveau sind, dass wir diese einfach lösen können. Und bestimmt machen Sie das bereits in der Physik, nehme ich mal an, mit diesem Trennen und Integrieren. Fragen? Dann haben wir es geschafft für heute. Danke. Machen Sie mal.